Training jetzt wirklich fest in dein Leben integriert hast und du fühlst dich schon sicher mit den Bewegungsabläufen, dann ist es an der Zeit für diese unheimlich effektive Trainingsweise, das Intervalltraining. Das Intervalltraining schlägt Ausdauertraining im Bereich Fatburning, Kraftzuwachs, Nachtzeneffekt und sogar Ausdauer einfach um Längen. Also Intervalltraining ist super, super effektiv. Ein sehr, sehr guter Einstieg für Intervalltraining ist das Tabata-Training. Tabata-Training geht insgesamt nur 4 Minuten und besteht aus 8 Intervallen. Das kannst du zum Beispiel sehr, sehr gut vor dem Frühstück einbauen, weil dadurch hast du noch den extrem tollen Effekt, dass du einfach mehr Fett verbrennst und zusätzlich den ganzen Tag über mehr Kalorien verbrennst. Es hat einfach einen sehr, 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 sehr guten Nachbrenneffekt. Wenn du dich aber vor dem Frühstück noch nicht so richtig dazu in der Lage fühlst, kannst du zum Beispiel so einen kleinen Energiebooster zu dir nehmen, wie zum Beispiel eine Banane. So, und wie funktioniert denn so überhaupt ein Intervalltraining? Eigentlich ist es ganz einfach. 20 Sekunden forderst du von deinem Körper wirklich Höchstleistung und 10 Sekunden darf er sich erholen. Das hat einfach den großen Vorteil, dass dein ganzer Fettstoffwechsel extrem in Schwung kommt. Natürlich nur, wenn du die 20 Sekunden auch richtig Vollgas gibst. Du kannst für diese Übung alle gängigen Übungen wählen. Wichtig ist, dass du hier bei Übungen wählst, die wirklich viele Muskelgruppen beanspruchen, sonst ist einfach der Effekt kleiner. Es gibt übrigens sehr, sehr tolle Apps auch für Tabata-Training, wo wirklich nach 20 Sekunden dir ein Signal gegeben wird, dass die 20 Sekunden um sind und dann wieder nach 10 das wieder starten sollst. Also, wie du siehst, es ist super einfach, super effektiv und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.